Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch im Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, kürzlich habe ich, das Internet macht's möglich, eine Dokumentation des deutschen Fernsehens mit dem Titel »Sind die Dörfer noch zu retten?« gesehen. Auch hier in Taiwan leben auf dem Land fast nur mehr die alten Leute, da die jungen Leute ihre Chancen in der Stadt suchen. Doch immer mehr junge Leute entscheiden sich nach einigen Jahren in der Stadt wieder aufs Land zurückzuziehen, oft mit dem Ideal, organische Landwirtschaft betreiben zu wollen, ein Ansinnen, das nicht einfach zu verwirklichen ist. Meist fehlt die Erfahrung und es bedarf auch sehr viel Überzeugungsarbeit, denn die ältere Generation vor Ort ist sehr skeptisch, was die Erfolgsaussichten anbelangt. Lassen Sie mich Ihnen heute die Geschichte von zwei jungen Frauen erzählen, die nach einer Durststrecke von mehreren Jahren nun auf dem richtigen Weg zu sein scheinen. Es handelt sich um Lü Meijing und Wang Yili, die sich der natürlichen Landwirtschaft verschrieben haben. Lü Meijing hat vor 10 Jahren in der Verbraucherkooperative gearbeitet, wo sie für die Logistik verantwortlich war. Sie stammt aus einer Bauernfamilie, und zwar aus Taibao in Jiayi in Südtaiwan, wo die Bauern, einschließlich ihrem Vater, traditionelle Landwirtschaft betreiben. Mit ihrer Sinnungsgenossin Wang Yili war sie auf dieselbe Mittelschule gegangen. Im Jahr 2014 war auch Wang Yili in die Verbraucherkooperative eingetreten, wobei Lü Meijing für ihre Einführung verantwortlich war. Im Jahr 2016 nahmen sie an einem Workshop über natürliche Landwirtschaft teil, also Landwirtschaft ohne Pestizide und künstlichem Dünger. Nach dem Workshop bat Frau Lü den Lehrer, sich doch einmal mit ihrem Vater zu unterhalten, doch dieser hielt das für wenig hilfreich. Er schlug ihr vielmehr vor, sie müsse selbst Reis nach den Prinzipien der natürlichen Landwirtschaft anbauen, nur dann könne es ihr gelingen, ihren Vater zu beeinflussen. Tatsächlich gelang es ihr, ihren Vater zur Teilnahme an einem Workshop zu überreden, doch sein Fazit war, dass das, was der Lehrer gesagt habe, zwar alles richtig sei, dass er aber gezwungen sei, mit dem Reisanbau seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Obwohl der Vater also sehr skeptisch war, half er den beiden Frauen, einen geeigneten Acker zu suchen, wo sie ihre Ideale verwirklichen konnten. Im Allgemeinen befürchten die Bauern, dass der Boden verarme, wenn man ihn nicht künstlich dünge. Doch Lü Meijing betont, dass die natürliche Landwirtschaft den Ackerboden tatsächlich schütze, denn die Pestizide und künstlichen Dünger zerstören ja die Bakterien im Boden. Ohne die Chemie könnten sich die Mikroben dagegen in der Erde vermehren. Am Rand der Felder lässt sie auch Gras wachsen, um Insekten einen Lebensraum zu schaffen, denn für sie muss eine nachhaltige Landwirtschaft Teil eines nachhaltigen ökologischen Umfelds sein. Da ihr Vater den Reis, den er selbst anbaut, nicht isst, und zwar weil das eine Sorte ist, die er nicht mag, die sich aber gut verkauft, beschloss sie, mit dem Anbau der Lieblingsreissorte ihres Vaters zu beginnen. Dieser stand ihnen dabei trotz seiner Bedenken mit Rat und Tat zur Seite und er begann auch selbst damit, weniger Pestizide einzusetzen. Nach 5 Jahren harter Arbeit kann sie ihrem Vater nun zeigen, dass man mit natürlicher Landwirtschaft durchaus Erträge erzielen und seine Produkte auf dem Markt verkaufen kann. Sie verkaufen nun schwarzen Reis, schwarze Bohnen und ein Mehl zum Anrühren aus schwarzem Reis, schwarzen Bohnen und schwarzen Sesamkernen sowie fermentierten Tofu und eingelegte Eier, Produkte, mit denen sie unter anderem die Verbraucherkooperative beliefern. Ihre Anbaufläche hat sich in dieser Zeit fast verfünffacht und außer Wasserreisfeldern haben sie auch trockene Äcker, auf denen sie Obst und Gemüse anbauen. Noch gibt es für die beiden viel zu lernen. So müssen sie zum Beispiel ihren Anbaurhythmus mit dem anderer Bauern anpassen,
denn wenn Sie Ihre Reissetzlinge zu spät anpflanzen, dann werden diese auch später als die anderen reif und damit zu einem hervorragenden Fressen für die Vögel. Die neuesten Produkte der beiden sind nun Sojasauce und Miso. Ihr Ziel ist es, viele alte, umweltfreundliche Methoden wieder neu zu beleben und ihre Produkte selbst zu vertreiben. Wir haben eben gesehen, dass die beiden jungen Frauen anfangs hauptsächlich schwarze Lebensmittel wie schwarze Bohnen und schwarzen Reis verkauft haben. Schwarze Bohnen sind reich an pflanzlichem Eiweiß und an Vitaminen. Sie regen den Cholesterinstoffwechsel an und können freie Radikale aus dem Körper entfernen. Sie sind daher ein Lebensmittel, das bei Frauen sehr beliebt ist. Man sagt ihnen nach, dass sie für einen schönen Ton sorgen. Sie sollen auch dazu beitragen, die Blutgefäße elastisch zu halten und den Blutkreislauf anzuregen, sind also für Leute mit Herzproblemen und hohem Blutdruck recht gesund. Schwarze Bohnen kann man allerdings nicht roh essen, denn das würde Blähungen hervorrufen. Hier nun ein Rezept mit schwarzen Bohnen, nämlich Rippchensuppe mit schwarzen Bohnen. Dazu benötigen Sie 450 Gramm Schweinerippchen, 50 Gramm schwarze Bohnen, 50 Gramm rote Datteln, 20 Gramm Knoblauchzehen, je 75 Gramm Beach Mushrooms und schneeweiße Pilze. Das sind ganz ähnliche Pilze mit braunen bzw. weißen, höchstens pfenniggroßen Köpfen und etwa 3 cm langen Stängeln. Sie können aber auch Enoki oder andere Pilze nehmen. Zum Schluss brauchen Sie noch eine Prise Salz. Die Rippchen mit kochendem Wasser überbrühen, dann noch einmal mit kaltem Wasser waschen. Die schwarzen Bohnen waschen, dann in einer trockenen Pfanne anbraten, bis ihre Oberfläche Risse aufweist. Die Rippchen mit den Bohnen und 2 Liter Wasser in einem Topf aufsetzen. Auf großer Flamme zum Kochen bringen, dann auf kleine Flamme zurückschalten und bei geschlossenem Deckel 30 Minuten schmoren lassen. Dann die roten Datteln hineingeben und weitere 20 Minuten schmoren lassen. Zum Schluss die Pilze dazugeben und noch einmal weitere 10 Minuten schmoren lassen. Vor dem Servieren mit Salz würzen. Zum Abschluss der heutigen Sendung machen wir nun ein Gericht mit dem neuesten Produkt von Frau Lü und Frau Wang, nämlich Tofu-Rou. Das ist fermentierter Bohnenkäse. Und zwar Hühnerbrust mit Tofu-Rou. Dazu benötigen Sie 2 Stück Hühnerbrust, 1 Schälchen Süßkartoffelstärke, 1 Büschel Basilikum, 3 Stück in Sesamöl eingelegten Tofu-Rou, 1 Teelöffel klein gehackten Knoblauch, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel weißen Pfeffer und 1 halben Teelöffel Salz. Die Hühnerbrust in mundgerechte Stücke schneiden, den Tofu-Rou mit der Gabel zerdrücken, die Hühnerstücke hineingeben, dann die Sojasauce, den Zucker und den klein gehackten Knoblauch darunter mischen und das Ganze etwa eine Stunde marinieren. Den trockenen Wok erhitzen und darin den weißen Pfeffer und das Salz duftend braten und in einen Glasbehälter abfüllen. Das marinierte Hühnerfleisch im Süßkartoffelmehl wälzen und etwas stehen lassen. Nun Öl im Wok erhitzen und die Hühnerstücke darin ausfrittieren. Dann herausnehmen und abtropfen lassen. Danach das Öl noch einmal auf eine höhere Temperatur erhitzen und die Hühnerstücke darin noch einmal eine Minute frittieren. Herausnehmen und abtropfen lassen. Dann auch die Basilikumblätter im Öl frittieren. Ebenfalls herausnehmen und abtropfen lassen. Die frittierten Basilikumblätter auf einen Teller legen und die frittierten Hühnerstücke darauf anrichten. Dann mit dem duftend gebratenen Pfeffer bestreuen
und servieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.